Endlich ist er da, der große Augenblick. Mein neues Highbike Elektro Mountainbike ist geliefert worden. Ich habe mich für ein Xduro Enduro 8.0 mit Bosch Motor und 180 mm Fox Fahrwerk entschieden. So sieht das Ganze also aus, wenn man es aus der Umverpackung herausnimmt. Alles ist gut geschützt für den Transport, umwickelt mit Folie und Pappe. Beim Auspacken der Reifen bin ich das erste Mal leicht enttäuscht. In einem Test, der im Internet veröffentlicht worden ist, habe ich gelesen, dass alle S-Duro und X-Duro Modelle 2017 mit den breiten Plus-Reifen ausgestattet sein sollten. Das trifft offensichtlich für die Enduro-Reihe nicht zu, denn hier sind nach wie vor 2,35 Zoll Reifen verbaut. Was ich vorher auch nicht wusste, ist, dass die Gabel offensichtlich über keinen Sperrmechanismus Lockout verfügt, um bei Auffahrten energiesparender den Berg hinaufzukommen. In diesem Extrakarton befindet sich das Ladegerät, die Pedale und die Bedienungsanleitung für die Anbauteile. So, jetzt habe ich das E-Bike erstmal von allen Verpackungsfolien befreit. Und da sieht das Ganze schon mal so aus. Als nächstes werde ich den Lenker montieren. Ein Montagewerkzeug ist von Highbike nicht mitgeliefert, also sollte man sein eigenes verwenden. Den Lenker habe ich schon mal provisorisch montiert. Dadurch kann man bei den weiteren Arbeiten besser hantieren. Am Ende muss ich ihn noch auf meine persönlichen Fahrwünsche genau einstellen. So, als nächstes habe ich das Vorderrad montiert. Das geht sehr gut mit der großdimensionierten Steckachse. Als nächstes sind dann die Pedale dran. Die Kunststoff-Plateau-Pedalen von XLC sind schnell montiert. Bei einem E-Bike dieser Preiskategorie hätte man aber auch hochwertigere Modelle beilegen können. Und schon steht das Highbike auf eigenen Rädern. Es kommen noch die fahrerspezifischen Einstellungen, wie Sattel- und Lenkereinstellungen, sowie das Fahrwerk abzustimmen. Und nun noch ein paar technische Spezifikationen dieses Highbikes. Vorn arbeitet eine 36er Fox-Gabel mit 180 mm Federweg. Hinten ist ebenfalls ein Fox-Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter verbaut, der am Hinterrad ebenfalls 180 mm Federweg gewährleistet. Die Schaltung ist eine SRAM NX-Schaltung mit 11 Gängen. Der Motor ist der Bosch Performance CX mit 250 Watt und 75 Newtonmetern Drehmoment. Als Akku kommt ein Bosch Akku PowerPack 500 mit 500 Wattstunden zum Einsatz. Die Sattelstütze ist für Offroad-Abfahrten versenkbar und kommt auf Knopfdruck hydraulisch wieder heraus. Die Bremsanlage stammt von Magura. Vorn wie hinten ist die MT5-Bremse verbaut. Am Hinterrad hat die Bremsscheibe 180 mm Durchmesser und am Vorderrad 203 mm. Die MT5-Bremsen sind Doppelkolbenbremsen und sollten vorn wie hinten gut verzögern. Nochmal zurück zur Reifenwahl. Highbike hat sich zwar bei der Originalbereifung für die schmalen 2,35 Zoll Reifen entschieden, es ist aber genügend Platz, um auch Plusreifen zu montieren, 2,8 Zoll oder auch 3 Zoll sollten hineinpassen. Dasselbe gilt auch für den Hinterbau, der genügend Luft für weitere Reifen hat. Die Gabel lässt sich doch sperren. Sie verfügt insgesamt über drei Einstellungen: Open, Medium und geschlossen. Die Bedienung geht aber nur am Gabelholm und nicht am Lenker. Auch am Stoßdämpfer gibt es diese Funktion: Open und gesperrt. Da kannst du ja jetzt auf die Piste gehen, um die ersten Fahreindrücke zu sammeln.
Die ersten Testkilometer habe ich abgespult. Ich muss sagen, ich fühle mich sofort auf Anhieb wohl auf diesem Bike. Ich werde demnächst ausführliche Testfahrten machen und darüber einen Beitrag bringen. Bis dann, Servus!